2000. Wer verhindert das Finale zwischen Martina Hingis und Lindsay Davenport hier bei den Swisscom Challenge in Zürich? Kloten, herzlich willkommen zum ersten Halbfinale. Jürgen Höttger sagt Hallo. Und das ist Jennifer Capriati und vielleicht schafft sie es ja, denn sie hat ja bislang durchaus ansprechende Leistungen hier gezeigt in Zürich. Sie sehen es, gut drauf ist sie auch, ist hier mit ihrem Vater in Zürich. Kloten wohnt natürlich genau wie alle anderen im Mövenpick, bis auf sie hier, Martina Hingis, die ist woanders einquartiert und hat ja ein eigenes Haus hier ganz um die Ecke. Also vielleicht wird sie es sein, Jennifer Capriati, oder anschließend dann Barbara Schett, die es zu tun hat mit Lindsay Davenport. Allgemein ist hier klar, das Finale wird wohl heißen Hingis gegen Davenport, aber wer weiß, die Bilanz ist eindeutig zugunsten von Martina Hingis, nämlich 4:0. Hier die Short Facts von Jennifer Capriati, 24 Jahre, was hatten die, sieht nicht alle schon hinter sich. Mit 14 Jahren stand sie im Halbfinale bei den US Open. Unglaublich, was sie alles hingelegt hat mit 14, 15, 16 Jahren. Dann gab es einen dicken Knick in ihrer Karriere. Da waren Drogen im Spiel, ein bisschen pubertäre Auswüchse. Aber jetzt ist sie zurück, unter anderem mit einem Halbfinale in diesem Jahr bei den Australian Open. Meine Kollegin Joan Jury hat sich geäußert im Vorfeld hier über Jennifer Capriati und Martina Hingis. Die Chancen vor diesem Match. Mein Kollege Stefan Florissien hat Joe Dury interviewt. Die Präsentation des ersten Matches Martina Hingis gegen Jennifer Capriati. Für mich ist das natürlich das Match des Tages, keine Frage. Ich glaube, dass Jennifer Capriati eine ganz gute Chance hat, hier zum ersten Mal über Martina Hingis zu gewinnen. Hingis führt zwar 4-0 in der Head-to-Head-Statistik, aber Jennifer schlägt den Ball sehr, sehr hart und das gefällt Martina eigentlich gar nicht. Und sie ist natürlich clever auch. Man wird sehen, ob man sie laufen lassen kann und wird wahrscheinlich versuchen, Martina Hingis selber, Jennifer, laufen zu lassen mit guten Winkeln. Und es hängt auch viel von Jennifers Aufschlag ab, denn es gibt Tage, da hat sie viele Doppelfehler im Spiel und ihre Schulter scheint auch nicht ganz fit zu sein. Was wird denn hier die Rolle der Zuschauer sein? Natürlich ist es ein Vorteil für Martina, dass sie hier ein Handspiel hat. Vielleicht wird sie davon profitieren. Aber der Platz ist schnell, es ist sehr heiß. Und Martina wird auch ein bisschen den Druck haben, dass sie hier zu Hause gewinnen muss. Kurnikova auf jeden Fall wurde bezwungen von Jennifer Capriati und das glatt. Dreimal war sie dann nur am Netz, wird sie diesmal häufiger angreifen. Ich werde mein Spiel spielen. Und wenn ich finde, dass es gut läuft, das ist natürlich ein ganz anderes Spiel morgen. Das ist die Nummer 1 der Welt und wir werden sehen. Und da sehen wir sie, Hermione Hunter aus Großbritannien, die also dieses Spiel, das erste Halbfinale von Zürich, Kloten, schießen wird. Die Bilanz von Martina Hingis hier in Zürich 14:5, Lindsay Davenport 12:0, Jennifer Capriati 5:2 und Barbara Schett 7:4. Mal schauen, ob sie wieder eine taktische Glanzleistung hinlegt. Martina Hingis, je weniger sie zeigt, desto besser ist sie in Form. Das kann man unterstreichen. Hingis also führt 4:0. Erst einen einzigen Satz hat sie abgegeben. In Sydney war es 1997. In diesem Jahr auf Rasen. Hingis erfolgreich. Hingis, die noch nie dieses Turnier hier in Zürich zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Im letzten Jahr bezwungen. Scheiterte an Venus Williams, die in diesem Jahr verletzungsbedingt absagen musste. Fünf Grand Slam-Titel bislang, einmal die Chase Championships erfolgreich gestaltet. Das ist der Weg ins Halbfinale. Der Sieg über Mishkina. Capriati also gewinnt gegen Kurnikova. Barbara Schett bezwingt Natalie Tosia und Lindsay Davenport Chanda Rubin. Da werden wir nachher nochmal ein paar Punkte sehen. Eine Partie, die wir Ihnen gestern nicht zeigen konnten. Die Highlight. Und wird passiert. Angriffsball nicht gut genug. Love 15. Der ist gut genug.
versteht sie es immer wieder noch eine Schippe draufzulegen. Und dann solch ein Volley-Stopp-Ball. Das ringt einfach, das packt ab. Auch zuletzt beim Turnier von Filderstadt, die Schweizerin, sehr eindrucksvoll. Dennoch wollen wir nicht vergessen, dass hier Capriati in den ersten 30 Minuten wirklich sehr gut mitspielt. Die Goldmedaillengewinnerin von Barcelona 92. Holt sich nochmal eine Möglichkeit zum Rebreak. Einmal schaffte sie es. Bereits im ersten, zum 2:3, vielleicht jetzt zum 4:5. Muss ich aufpassen, eine Verwarnung hat sie schon. Da hat wohl Hermione Hunter ein Einsehen. Muss man auch haben. Nicht so tragisch. Also, es bleibt dabei, Breakball. Ah, da ist die Chance für Capriati zum Passierball. Das hat sie vorher wesentlich besser gespielt. Der Aufschrei verständlich. Nach 33 Minuten Satzball Martina Hingis. Advantage Hingis. Hingis ist gefordert und hält ihrerseits dagegen. Scheint ihr richtig Spaß zu machen. Nochmal Satzball. Und das war schwer genug, aber endlich hat sie es. Nach 33 Minuten holt sich Martina Hingis den ersten Satz mit 6:3. Ein hartes Stück Arbeit. Welche Gegenwehr haben wir von Capriati im zweiten Satz zu erwarten? Wir sind gespannt. Anzug ins Endspiel. Vielleicht schafft sie es noch unter einer Stunde. 58, jetzt 59 Minuten gespielt. Vorher so gut gemacht und dann hapert vom Abschluss, symptomatisch für Spiel, teilweise sehr gut mitgehalten, aber immer dann, wenn es drauf ankommt, schwächelt sich ein klein bisschen, Ball aber auch Hingis mächtig drückt oder so traumhaft spielt wie in diesem Moment.
3 Matchbälle nach 59 Minuten. Der passt nochmal. Aber der reicht. Genau eine Stunde benötigt Martina Hingis, um Jennifer Capriati 6-3 und 6-2 zu bezwingen. Im fünften Spiel der fünfte Sieg für Hingis. Nachdem Jennifer Capriati hier zu Beginn sehr gut mithalten konnte, dann eine überragende Schweizerin, die gezeigt hat, warum sie die Nummer 1 ist. Es scheint also alles auf das Finale zwischen ihr und Davenport hinauszulaufen, aber davor steht noch Barbara Schett. Zum dritten Mal Martina Hingis nach 96-99 im Endspiel. Der Applaus bedankt den Chef von Kapriati. Entschuldigung. Eben, man spürt schon, dass man daheim spielt, dass das Publikum hinter einem steht. So, wir warten also auf das zweite Halbfinale. Davenport gegen Schett. Gleich nochmal die Highlights von diesem ersten Halbfinale. Ja, jetzt bin ich froh, bin ich morgen wieder im Finale. Sie hören es gleich über den Lautsprecher, froh wieder im Finale zu sein. Das Ganze morgen ab 13.45 Uhr. So, wir zeigen nochmal kurz die Highlights von diesem Spiel. Melanie Molitor ist sicherlich zufrieden und dürfte wie die meisten hier erwarten, dass die Gegnerin Davenport heißt. Die Antwort gibt es dann gleich. Hier nochmal die Highlights vom ersten Halbfinale. Wir sind dann gleich mit dem zweiten zurück. Martina Hingis steht im Finale. Wir verabschieden Sie mit einem tosenden Applaus aus der Halle.